Und damit willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Wir spielen Outlast 2. Ich hatte das Spiel schon mal angefangen, aber irgendwie hatte ich dann doch nicht wirklich so Lust auf Jumpscare-Horror, dass ich es ja nicht weitergemacht habe. Deswegen starten wir jetzt mal neu. Ich bin auch nicht weit gekommen. So, was nehmen wir denn? Ich sterbe gerne. Normale Story-Modus. Ich will nur spielen. Bleiben wir bei normal, ne? Outlaws 2 enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Viel Spaß. Ja, dankeschön. So, ich muss einmal kurz so wechseln. In Lagermann ist eine Enthüllungsjournalistin, die den geheimnisvollen Mord einer schwangeren Frau im ländlichen Arizona untersucht. Du bist Blake Lagermann, ihr Ehemann, oder Langerman, ihr Ehemann, Assistent und Kameramann. Nimm alles auf, ihr seid keine Kämpfer. Solltet ihr den Schrecken in dieser entlegenen Gegend begegnen, rennt weg, versteckt euch oder sterbt. Das ist ja schon mal sehr freundlich. Ja, finde ich gut. Er, der Worte hört. Oh, das war jetzt zu schnell. Ich dachte, ich müsste selbst bestehen. Oh, psch. Nee. We can look, but there's nothing out here. It does look pretty empty. All the mercury in that woman's blood, she had to have spent at least a decade downstream from some pretty heavy industry. If you say so, man, you bought the time. We should record an intro while we're up here. Production value? Jo. Sure. Mach mal. Hier, ach, eine Kamera. Can't work my diaphragm with this thing on. Audio's gonna be crap. We'll have to... Whoa! What the fuck? Fuck! Sorry about that. My panel's a little soft, but we're good! Oh, that was exciting. Get as much of the landscape behind me as you can. You got me? Yeah, we're good. Red leather, yellow leather, red leather, yellow leather. Have a soup pie. Have a soup pie. Okay. I'm Lynn Langerman, here for newstomorrow.net. We're flying past the Havasupai Indian Reservation in central Arizona in search of the origins of murder victim Jane Doe. Hey, Lynn, I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. It's what the police report says. We may play this before the doctor interviews. If this falls on the first 30, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus, too. I mean, how it just... Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay, we're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant and alone, on a barren stretch of highway. Schweben denn dafür kleine Füße? Oh! We lost the engine! Fuck! Fuck! Und deswegen niemals mit dem Helikopter. Das hatten wir letztes Mal schon bei Lara. Jetzt hier. Hm? Braucht man noch mehr Beispiele? Was ist denn jetzt los? Oh, hier ist aber dunkel. Ich habe doch extra hell gemacht. Schon nice, ne? Was watschelt er denn so? Oh, habe ich was verpasst? Der hüpft richtig beim Laufen.
Was haben wir denn hier? Ach, guck mal, das sind wir drei, ne? Oder? Habe ich das jetzt richtig mitbekommen haben? Jessica? Sie? Meine Frau, also meine Frau und Icke? Ist das richtig? Kann ich mich ducken? Nein. Wunderbar, habe ich gesehen. Alles gut. Ey, Meister. Direktor? Bist du der Direktor? Aber so ein Horror-Game in der Schule wäre auch schon nice, ne? Also was nur da so stattfindet. Der trottelt so richtig. Trottel, trottel, trottel. Trottel, trottel, trottel. Holiday. Februar. Breakfast-Menü. No school. Apple Juice. Milk. Aha. Oh, früher die kleinen Milchdinger, die man immer bekommen hat. Entweder Vanillemilch oder Schoko. Da war ein ganz heller am Werk, ne? Der das aufgehangen hat. High School Fall Final Exam. Aha, 7 Uhr, 8 Uhr. Oh, die Musik geht mir aber ganz schön. Muss weiter. Träumen wir so viel von ihr? Haben wir sie vielleicht auch verloren? Also wie gesagt, ich weiß es nicht. Ne? Ich weiß nicht, worum es genau geht. Ich weiß nur, dass das schwer ist. Dass wir ein kleines Dörfchen darin haben. Mit Hinterwäldlern? Ich glaube, kann man so sagen. Lin? Um dein Ziel Lin? Zu sehen. Ja, das haben wir schon gesehen. Um dein... Willst du mich verarschen? Verarscht ihr mich? Option, was haben wir denn da? Untertitel, Zielhilfe. Hocke ein und aus. Wieso habe ich sonst keine Hocke? Verringerte Kopfbewegung? Controller, Vibration. Machen wir mal die Lautstärke ein bisschen weiter nach unten. Oh, oh. So? Ja, so. So. So vielleicht mal. Mal gucken. Ach, guck mal, das ist alles auf Mittel. Warum hat er sich denn wieder verstellt? Bewegungsunschärfe weg damit. Das braucht kein Mensch. So, über. Ach, weil ich vielleicht nicht auf Übernehmen gedrückt habe. Das könnte sein. Okay, wunderbar. Kann ich da runterfallen? Also so wie an der Kante steht? Ja. Ich hatte mich gerade gefragt, ob es das Spiel war, wo ich so einen komischen Abhang hinunter muss. Aber ja, das ist es. Das ist es. Ich bin gesprungen. Das ist ein bisschen wie Tomb Raider hier, ne? Merke parallel. Ich spüre sie auch. Siehst du? So, wichtige Ereignisse sollen aufgenommen werden. Drücke RB um die Kamera. Oh, super. Wenn das Rack-Symbol blinkt, heißt das, du ziehst auf das Ereignis, das aufgenommen wird. Du musst über längere Zeit auf das Ereignis ziehen und damit den roten Kreis füllen, um den Moment vollständig aufzunehmen. Ja. Video ist aufgenommen. Oh shit. Jesus. Is no, there's no bodies. She's not in here. Lin! Lin! Ach, das war mit diesem blöden Umdrehen, ne? Und gucken, ob hinter dir einer geht. Oh nein. Outlaws 1 habe ich ja schon. Nee, gar nicht wahr. Ich habe nur, glaube ich, den DLC gespielt.
ist aber sehr dunkel. Und ich hab's extra hell eingestellt gehabt. Das wäre doch auch ein Ereignis, oder? Ja. That did not happen in the crash. Weißt du schon länger? Fuck this. Lynn. Überleg mal, du hast jetzt eine schwierigere Situation irgendwie. Und musst da. Hä? Musst da so lange. Ey, das geht ja gar nicht. Warte mal, ich muss mal gucken. Aber ich habe hier keine Möglichkeit, mir das einzustellen. Blickempfindlichkeit, Controller-Konfiguration. Ich habe keine Einstellungsmöglichkeiten leider mehr. Das ist blöd. Weil ich sehe gar nichts. Es ist einfach nur schwarz. So ein bisschen Licht dort habe ich. Hör auf zum Licht. Ah, das auch. Das nehme ich doch mit. Wunderbar. Ist recorded. Hallo, ist hier jemand? Was ist das denn? Wind oder was? So starker Wind? Ich frage mich ja immer noch ein bisschen, was da für komische Viecher waren. Mach die scheiß Tür auf, Mann. Mich rein hier. Oh, was gibt's denn hier? Okay, das scheint wohl noch niemanden zu interessieren. Auch wieder jetzt, ich weiß gar nicht mehr, ob ich noch Batterien einsammeln muss. Aha. Da ist jemand. Ja, ich hab dich gesehen. Ich hab dich gesehen. Verschwinde bloß. Ew. Und das. Menschen? Das sind Menschen. Nee, ist schön, so ein gesundes Dorf, weißt du? Ist wichtig. Ganz wichtig ist das. Hä? Was ist mit dir denn? Ist das die Hocke? Das ist doch mehr als Hocke. Oh, das ist nur ein Bild. Oh, ich dachte, da sitzt jemand. Diese Nummer. Diese Nummer. Foto wurde gemacht, drücke zum Ansehen. Lieber Vater, der Herr segnet mich weiterhin mit Visionen und ich bin mir sicher, dass der Feind jeden Tag näher kommt. Ich schrubbte den Boden in Daniels Zimmer, als der heilige Engelschor in mir aufstieg und mir wahre Sicht verlieh. Ich sah ein Geschöpf, gleich der brennenden Sonne, doch mit Reihen und Reihen von Zähnen. Von ihnen hinab hingen Glieder, die ich erst für Arme hielt. Doch die Gemächte waren, die standen bereit zur Zeugung. Und als diese Sonnenmonster sank, was erzählt die da, was schreibt die da, pickte es die Erde und im Feuer gebar einen großen, buckligen Schrecken. Ich war erfüllt von derselben Furcht, so groß, ich konnte weder atmen noch mich bewegen und ich sah mich selbst wie vor Jahren. Daniel mit langen,
Blendete und versuchte zu weinen. Aha, doch ich konnte nicht. Doch als ich erwachte, fand ich mich feucht, lüstern und sehnte mich nach einem Mann in mir. Und das Gefühl war nicht anders als die Furcht. Ich versuchte mich durch deine Lehre zu trösten. Angst ist gleich Freude in den Wegen des Herrn. Doch würde ich mich wohler fühlen, hätte ich dich in mir ein Gebet im Herzen, auf das der Antichrist in mir schlagen werde, das Treueste deiner Schafe in heiliger Sehnsucht hinlegen. Lisa. Das war aber echt blöd zu lesen. Verstecken? Oh. Bandage. Oh, und dann muss ich wieder raus hier. Oh, nee. Na, ich hab voll Lust raus. Ist das dunkler geworden? Oh, Mann, ey. Kuckuck. Hallo? Oh, wäre das fies gewesen, wäre jetzt so am Fenster irgendwas hochgesprungen. Also ich muss es doch noch Fenster öffnen, einen Ticken heller machen. Alles gut, alles entspannt, nichts passiert. Ich öffne dich direkt auch. Warum, weiß ich noch nicht, aber sicher ist sicher. Hallo? Kriege ich eine Taschenlampe? Einige Türen haben Türriegel, mit denen die Türen auf- und zugesperren kannst. Öffnen. Radio. Dies zu. Ich erkenne aber auch keinen Riegel. Okay, hier oben haben wir einen Riegel. Okay, alles gut. Bisschen heller hier, schön. B. Das soll wirklich die Hocke sein. Das ist fast schon, also ich finde ja, das ist liegen. Aber nun gut. Müssen sie ja selbst wissen, was zu machen, ne? Okay, weiter geht's in den dunklen Wald. Ich bräuchte ein Nachtsichtgerät. Auf jeden Fall. Satanas Inimica Dei. Wer sagt das? God. Was? Wo siehst du das? Ich sehe halt gar nichts, ne? Ach ja, natürlich. So ein Keller hier. Kannst du nicht ranzoomen? Doch, guck mal, das geht. Klage der Hebamme, das Kind, es kommt. Bereit, das Messer macht. Das Kind, es kommt. Hebamme der Nacht. Mutter, die den Feind gebart. Gottes Welt durch Sünd bewahrt. Refrain. Halleluja. Halt die Flut, das Warten endlich sich gelohnt. Das Morgen wird des Fremden, fremdes Blut, vergessen hier, wir seien verschont. Das Kind, es wächst, ihr Leib schwillt, das Kind, es wächst, der Höll gesandt. It's kid oder was? Das kann ich nicht sehen. It's a kid, ruft und schärft die Klinge, kniet, betet, frohe Dinge. Und der Refrain wieder. Oh ja. Oh ja. Ist das so die heilige Geburt nur umgekehrt? Na, hi, grüß dich. Hat er das gemacht? Oder was war das denn jetzt gerade? Weil das war seine Hand. Sag mal, bist du wahnsinnig oder was?
Ich will hier einfach nur noch weg, aber ich sehe halt nichts. Hier ist eine Blutspur. Was denn? Aha. Ob das Menschen sind? Das sieht ein bisschen aus wie Puppen, oder? Nee, es ist verbrannt oder irgendwie. Irgendwie sowas. Und dann haben wir hier nochmal so ein Teil. Ich will hier gar nicht sein. Kann ich gehen, bitte? Gott. Ach, guck mal, ein Kreuz. Kreuzform. Keine Ahnung, ob es hier weitergeht. Ja, ich sehe was. In der Ferne. Oh, gut, ich bin draußen. Zwei Schaukeln. Hin und her. Ist das interessant? Nein, ist nicht interessant, also gehen wir weiter. Mach auf! Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber es hat geklappt. Das war geil. Das gefällt mir. Im Lebensbuch des Lammes, das erwürgt ist. Wer erzählt das? Wo bist du? Sag das nochmal. Trau dich nochmal. Hat da was geleuchtet? Ja, wem glaubst du das denn, dass da eine Batterie liegt? Hallo? Ein Feuer. Moin. Servus. Du bist aber schon groß. Warum kommt die zu mir? Kann die gehen, bitte? So, ausgetrickst. Wo ist sie? Ist sie einfach nur weitergegangen? Wo ist sie im Brunnen verschwunden? Die ist disappeared. Verdammte Zauberer. Ja? Wieso kann ich nicht durch? Mach mal weg. Ich will da durch. Geht nicht, oder was? Zu schmal? Naja, okay. Egal, ich weiß, wo ich hin muss. Okay. Da würde ich sagen, war's das mit der ersten Folge. Und ich werde einmal nochmal die Helligkeit einstellen. Und dann sehen wir uns in der nächsten. Bis dahin.